Hallihallo ihr alle. Ich habe gerade vor mein Aufgebraucht-Video gedreht, also wundert euch nicht. Gleiche Umgebung, ich sehe völlig gleich aus, denn es ist ungefähr 5 Minuten später als eben. Und ich möchte euch gerne meinen DM-Haul zeigen. Ich war nämlich einkaufen bei DM, weil ich brauchte nur ein neues Shampoo. Und wir kennen das ja, wie das dann ausgeht. Man kauft irgendwie den halben DM leer. Also habe ich dann ungefähr 40 Euro ausgegeben für ein paar tolle Sachen. Und die habe ich hier in meiner Tasche und zeige sie euch. Das erste kann man schon sehen. Wattepads. Überaus spektakulär, ich weiß. Aber ich gehe eigentlich immer zu DM und kaufe mir Wattepads, weil sie gehen schnell leer. Und bei DM gibt es meiner Meinung nach die besten. Und deswegen habe ich sie nachgekauft. Dann eine Wimpernzange von Ebelin. Die habe ich auch schon nachgekauft. Die habe ich schon ausprobiert. So. Und ich finde sie echt gut. Hier sind auch so zwei Ersatz-Gumminippel-Dinger dabei. Und ja, also es ist, die Lichtverhältnisse sind hier gerade nicht so toll. Ich weiß, ich werde euch Tageslicht-Fotos von allen Sachen einblenden, damit ihr sie besser erkennen könnt. Müsstet ihr jetzt hoffentlich schon gesehen haben. Und ja, dieser Wimpernformer finde ich ganz, ganz toll. Sieht auch irgendwie edel aus, dem Schwarz. Ich finde, das sieht besser aus als dieses Standard-Silber. Hat, glaube ich, 3 Euro oder sowas gekostet. Dann haben wir Wattestäbchen. Yay! Braucht man auch immer. Äußerst spektakulär. Ich benutze sie eigentlich fast eigentlich jeden Tag. Also wenn ich Mascara auftrage, dann brauche ich Wattestäbchen. Denn ich bin nicht in der Lage, meine Mascara aufzutragen, ohne dabei definitiv am unteren Wimpernkranz Mascara hinzusmatschen. Smatschen? Matschen? Kleckern? Kleckern. Das ist vielleicht nicht schlecht. Naja, oder wenn ich dann eben hier in der Lidfalte, habe ich dann auch ständig Mascara kleben. Ja, irgendwie bin ich da nicht in der Lage dazu, das nicht zu schaffen. Dann, von Treacle Moon, das Warm Cinnamon Nights Duschgel. Ich habe es mir mal in klein gekauft, weil ich dran geschnuppert habe und ich war nicht so sicher, was ich von diesem Geruch halten soll. Ob ich es jetzt mag oder ob ich es nicht mag, ich weiß nicht so genau. Deswegen habe ich mir mal die kleine Größe gekauft, weil ich dachte, nein, kann ich es ja ohne Probleme ausprobieren und wenn ich es nicht mag, dann macht das ja nichts. Kostet 95 Cent oder sowas. Kennt man ja, diese kleinen Dinger sind nicht so besonders teuer. Dann von Nivea Soft eine Handseife. Ich liebe diesen Geruch von Nivea und da ich eine neue Handseife brauchte, habe ich mir dann die geholt. Die war zwar relativ teuer verglichen mit den anderen Sachen. Also von Balea, die Handseifen und so sind ja ziemlich günstig und ich habe an denen auch geschnuppert, aber irgendwie war ich... Ich war nicht so richtig zufrieden damit, ich weiß auch nicht, ich bin manchmal ein bisschen mäkelig, wenn ich einkaufen gehe. Und wenn ich schon sowas wie Handseife kaufe, was man auch echt länger benutzt und die Hände riechen dann ja auch danach, bestenfalls, dann habe ich gedacht, dann investiere ich 2,50 Euro in diese Cremeseife, denn dann weiß ich wenigstens, dass ich überaus zufrieden sein werde damit. Dann haben wir hier so ein Gesichtspeeling und Massagepad. Das habe ich mir schon mal gekauft. Aber das habe ich irgendwie bei meinen Eltern liegen lassen und da ich jetzt das auch wieder haben wollte, habe ich es mir nochmal nachgekauft, weil ich es ziemlich gut finde und ich finde es einfach praktisch. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie hygienischer als so eine Gesichtsbürste. Ich kann nicht genau sagen, warum, weil es aus Silikon ist und die Stoppeln da nicht so hoch sind, wo man es besser reinigen kann. Ich weiß nicht genau. Ich habe mir jetzt auch schon mal eine Spülmaschine gemacht zum Reinigen übrigens. Anmerkung am Rande, überaus interessant, ne? Das habe ich mir nachgekauft. Dann eine neue Handcreme. Ich brauchte nämlich mal wieder eine neue. Und das ist die von Neutrogena. Die Handcreme mit Nordic Berry. Trockene und beanspruchte Hände. Ich liebe diese Handcremes von Neutrogena mit norwegischer Formel. Ich habe den klassischen Geruch davon auch schon so oft nachgekauft. Jetzt dachte ich, oh, es gibt was mit Beerenduft. Das könnte mir gefallen. Habe ich auch schon benutzt und finde ich ganz, ganz toll und werde ich lieben. Weiß ich jetzt schon. Ich habe leider den Kassenbon nicht mehr, sonst würde ich euch ja die Preise sagen. Ja, was weiß ich, es hat 2 Euro ungefähr gekostet, 2,50. Ich weiß es beim besten Willen nicht mehr. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, aber mein Gedächtnis ist irgendwie nicht das Beste. Dann haben wir Badezusatz von Dresdner Essenz. Und zwar Lerche Apfelmilch. Das riecht total interessant. Also es riecht halt nach so Nadeln, Tannennadeln irgendwie. Ich dachte, das wäre irgendwie ganz gemütlich, wenn es draußen schneit, darin zu baden. Es riecht so ein bisschen nach Weihnachten irgendwie, aber trotzdem frisch nach Apfel. Also mich hat dieser Geruch sehr interessiert und deswegen dachte ich, kaufe ich es mir mal. Die kosten immer 95 Cent, das weiß ich sogar. Dann noch eine Dresdner Essenz Pflegebad-Zusatzzeugs mit Baumwolle und Shea-Butter. Ich liebe den Geruch von Baumwolle, ob es nun als, es gibt ja als Deo zum Beispiel oder als
Zusatz, habe ich ja gerade in der Hand, oder auch als Duschgel. Und irgendwie finde ich diesen Geruch ganz, ganz toll und es riecht einfach so schön sauber. Ich mit meinem sauberen Duft, ne? Und jedenfalls mag ich das. 95 Cent. Also ich habe es noch nie probiert in der Badewanne, aber ich dachte, ich könnte es mögen. Dann TT Sept, das ist eigentlich immer ein Top-Produkt für mich. Ich liebe eigentlich alle Sachen von TT Sept. Ich habe selten, also ich wüsste jetzt zumindest nicht, welchen Badezusatz von TT Sept ich schon jemals hatte, den ich nicht mochte. Ich glaube, Muskelstärke oder Muskel irgendwas, das roch so nach Rosmarin und irgendwelchen anderen Kräutern. Das fand ich eigentlich auch gut, jetzt wo ich darüber nachdenke. Ich brabbel hier wieder vor mich hin. Was wollte ich sagen? Also, von TT Sept die Pflegeduschen. Von TT Sept die Badezusätze, die finde ich eigentlich immer toll. Deswegen habe ich mir einen gekauft. Und das hier ist Schaumwelten Goldschatz. Funkelnde Augenblicke genießen. Ein sanftes, pflegendes Schaumbad mit Mandelblütenduft. Das klang so gut, das musste ich einfach kaufen. Dann noch ein Badezusatz. Aha. Von Balea Bademomente Seelenmagie mit grünem Teeduft. Das roch irgendwie total gut. Ja, ich glaube, das könnte ich mögen. Die anderen Balea Badezusätze, die meisten mag ich nicht so gerne, weil der Geruch halt nicht hundertprozentig meinen feinen Ansprüchen genügt. Ich bin da irgendwie total pingelig. Und deswegen habe ich mir das gekauft, weil ich fand das auch gut. Werden wir sehen, wie sich der Duft der Badewanne entwickelt. Ich bin das Duftmonster. So, haben wir jetzt noch was? Ja. Und zwar Shampoo. Habe ich ja gesagt, ich wollte Shampoo kaufen. Das habe ich mir nur noch zusätzlich gekauft. Das Garnier Natural Beauty Shampoo mit Argalöl und Cranberry. Das hatte ich schon mal und ich finde es total toll und ich wollte mir eigentlich auch die passende Spülung dazu kaufen, aber die gab es nicht mehr. Das ärgert mich. Muss ich irgendwann nochmal hin und mir die passende Spülung kaufen. Und wahrscheinlich, wenn ich mir dann die Spülung hole, kaufe ich gleich noch 30.000 andere Sachen. Ich habe eigentlich mir noch ein Mascara gekauft. Wo ist der eigentlich hingekommen? Und Nagellacke. Vielleicht finde ich sie noch. Ich hoffe es. Ich habe hier meine Tasche auf dem Schoß. Und dann habe ich mir Herbal Essence Shampoo gekauft. Seidig stark. Und das roch einfach gut. Und ich habe diese Sorte noch niemals ausprobiert. Passende Spülung gleich dazu. Und ich dachte, kräftigendes Shampoo für strapaziertes Haar klingt gut. Riecht gut. Wird mitgenommen. So viel dazu. So. Ah, ich habe einen Nagellack gefunden. Und den anderen auch. Finden wir auch noch den Mascara? Ja, alles da. Ist doch alles da. Und zwar Mascara. Yay. Von Catrice, der... Wie heißt der denn? Glamour Doll Mascara in der... In der Geschmacksrichtung. Irgendwie kann ich heute nicht mehr reden. Es ist schon ein bisschen spät. In der Sorte Wasserfest. Und den habe ich heute zum ersten Mal benutzt. Ich habe ihn so rausgeholt und dachte so, oh mein Gott, das ist ja so ein dünnes Gummibürstchen. Das wird dir niemals gefallen. Du hast dünne Gummibürstchen. Dann habe ich ihn benutzt und war so voll, bam, wow, oh mein Gott, der ist so toll. Weil irgendjemand auf YouTube hatte den empfohlen. Und dann dachte ich eben, ja, der ist ja nicht so teuer, kann man ja mal kaufen. Ich glaube, 3,50 oder sowas hat der gekostet. Und oh mein Gott, ich bin verliebt. Wenn er jetzt noch gut hält, was Wasserfest ja eigentlich andeuten sollte, dann habe ich einen neuen Lieblingsmascara, was ziemlich schwer ist, weil ich immer, 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 schon seit vielen Jahren und ständig nur den benutze. Moment, mit denen meine ich den von Maybelline Yade The Colossal Volume Express Wasserfest. Das ist mein Lieblingsmascara. Aber er kriegt Konkurrenz. Sehr spannend. Und dann habe ich mir noch zwei Nagellacke gekauft von Astor. Das ist meine liebste Nagellackreihe neuerdings, weil hier steht ja drauf bis zu 10 Tage. Und es hält wirklich mal bis zu 10 Tage. Die halten bei mir bombastisch, also echt Ewigkeiten. Sie sehen aus wie frisch lackiert. Sie lackieren sich traumhaft. Also ich kann echt nicht genug von diesen Lacken schwärmen. Das ist jetzt, glaube ich, mein 6. oder 7. aus der Reihe. Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe eben nur so sommerliche Farben, so Korall und Pink und sowas. Und deswegen dachte ich, ich muss jetzt mal winterlich werden. Den einen trage ich auch schon, den da. Das ist die Farbe Just Fabulous. Der hat eigentlich einen voll schönen Schimmer drin, aber wahrscheinlich sieht er jetzt einfach nur schwarz aus. Ich werde auf jeden Fall Tageslichtfotos einblenden, habe ich ja schon erwähnt, damit hoffentlich der Schimmer eingefangen werden kann, denn es wäre so schade, wenn man das nicht sieht. Ja, Just Fabulous habe ich schon gesagt. Und dann habe ich noch ein klassisches Rot, weil das brauchen wir immer, besonders jetzt im Herbst, Winter, die typische klassische Farbe. Das ist die Farbe Lack It Red. Was ist denn das? Lack? Also es sieht aus wie Lack geschrieben, nur eben, ja. Ich blende es euch ein, dann könnt ihr selber lesen, was ich hier versuche, mit diesem Namen zu sagen. Ja, einer von denen kostet 4,95 Euro oder so. Also mit 5 Euro seid ihr dabei. Und ich bin so froh, dass einer davon mal in meiner DM-Lieblinge-Box drin war.
Denn sonst hätte ich niemals entdeckt, wie toll sie sind. Denn ich kaufe eigentlich selten Nagellacke von anderen Marken als P2. Denn ich mag die P2 Nagellacke eigentlich immer total gerne. Bin auch zufrieden. Und die Last Forever Lacke halten bei mir auch wirklich sehr lange. Aber das können sie nicht toppen. Das ist mein heiliger Gral an Nagellacken. Ich habe da schon eine halbe Stunde jetzt drüber geredet, oder? Sorry. Ja, das sind alle Sachen, die ich mir gekauft habe. War ganz schön viel dafür, dass ich nur Shampoo haben wollte, aber das war ja irgendwie abzusehen. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!